Hallo liebe Musikfreunde, heute lernen wir eine neue Sprache, Sprache der Musik. Und heute geht es um Musiktheorie, keine Angst, so schwer ist es auch nicht. So, wichtig ist, wir lernen heute Musik, also Notenliniensystem. Notenliniensystem besteht aus 5 Linien und 4 Zwischenräumen. In den Zwischenräumen oder auf den Linien werden die Noten geschrieben. So, wenn man eine Note sieht, das ist eine Note. Das ist eine ganze Note und besteht aus 4 Schlägen. So, das kann man sofort sagen, aber keiner kann sagen, wie die Note heißt. Dafür brauchen wir das hier. So, die Note kann man auf den Linien schreiben. Erste Linie, zweite Linie, dritte Linie, vierte und fünfte Linie, also 5 Linien. So, wenn die Noten schon auf den Linien sind, dann kann man sofort sagen, wie die Noten heißen. So, dafür braucht ihr einen Spruch. So, die Note heißt E, die Note heißt G, H, D und F. Ja, kompliziert, ne? Aber da durch den Spruch kann man den Noten besser lernen. So, Esel. Gehen. Heute. Durch. Fenster. So einfach, ja? Esel kennt jeder. Gehen kann auch jeder. Heute durch Fenster. So. Nur 4, keine 5. So, und dafür haben wir noch einen Spruch. Ist viel leichter. Ja? Also, die erste Note ist ein F. Dann ist ein A. Das ist ein S, C oder ein E. Jeder kann hier lesen. Auf Englisch, Face, zweite Sprache. Musiksprache war die erste Sprache und jetzt sehen wir noch parallel nochmal Englisch. Also Face. Und für ganz kleine Kinder gibt es extra Spruch. Fritz. Ass. Citrus. Eis. Fritz, Ass, Citrus, Eis. Ganz einfach. Für Erwachsene Face, für Kinder Eis. So, aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Die Noten heißen so, nur wenn ganz am Anfang ein Notenschlüssel ist. Das heißt, wir müssen die ganzen Noten entschlüsseln. Wenn der Notenschlüssel da vorne steht, heißen die Noten F, A, C, E. Wenn hier ein anderer Schlüssel steht, dann heißen die Noten anders. Aber hier braucht das nicht. Erstmal Grundlage, Notenschlüssel oder Violinschlüssel. So, wie gesagt, Musik ist leicht, die Sprache ist leicht. Andere Sprachen, Englisch, Deutsch, Chinesisch, die haben so viele Buchstaben. 24, 26, 32. So, die Musik besteht aus 7. C, D, E, F, G, A. So wie Alphabet. C, D, E, F, G. Und dann einfach aha. C, D, E, F, G, aha. Und geht weiter. C, D, E, F, G, aha. C, D, E, F, G, A. Das geht unendlich nach oben. Und das geht auch unendlich nach unten. Habt ihr wahrscheinlich schon Klavier gesehen? 88 Tasten. Die müssen irgendwie hier passen. Wir haben hier nur 7. 8, 9, aber 88, das sind viel mehr, deshalb unendlich, unendlich. Aber immer dieselben Buchstaben, C, D, E, F, G, A, H, ja. So, und wie ihr seht hier, das geht einfach nach oben. Und das heißt einfach Tonleiter.
Aber stopp, wir haben etwas vergessen. Wir kennen die Noten und Notensystem, das heißt auf den Linien oder in den Zwischenräumen. Aber gibt es die Noten, die unter dem Notensystem sind, sogar auf den Hilfslinien. Wenn die 5 Linien und 4 Zwischenräume nicht ausreichen, schreibt man dazu Hilfslinien. Zum Beispiel das C. Genau die Noten gehen nach oben weiter und nach unten. So, da haben wir hier zum Beispiel ein H. Oder noch tiefer haben wir noch ein A und so weiter und so fort. Das geht genauso auch nach oben. Und dann geht es um Takt. So, es gibt verschiedene Taktarten. Wie ihr schon wahrscheinlich gesehen habt, ist das sowas am meisten. So, Viervierteltakt. So, was bedeutet dann 4 oben, 4 unten? So, Zahl unten heißt ein Viertelschlag, also 4 Viertelschlag. Und oben 4 Viertelschläge pro Takt. Was ist ein Takt? Das heißt, in jedem Takt zähle ich bis 4. Wenn ich das hier gezählt habe, mache ich einen Taktstrich. So, wir nehmen eine Note, ganze Note, die 4 Schläge hat. Und das heißt, 1, 2, 3, 4, bis 4 habe ich gezählt und dann ein Taktstrich. So, oder es gibt andere Varianten. Ich kann die Note teilen und da habe ich 2 halbe Noten. Und noch. Ich kann noch 4 Noten schreiben hier. Die muss ich ausmalen. So, das sind 4 Viertelnoten. Also Viertelschlag ist hier. Also 4 mal. 1, 2, 3, 4. So, entweder eine ganze Note, 2 halbe Noten oder 4 Viertelnoten. Und wenn die Zeile zu Ende ist oder das Lied zu Ende ist, haben wir noch einen Strich, aber kein Taktstrich, sondern Schlussstrich. Taktstriche. Schlussstrich. So, jetzt malen wir eine Pyramide. Und die Pyramide fängt an mit einer ganzen Note. Eine ganze Note sieht so aus wie eine ganze Pizza. Salami, Käse, Schinken, lecker. So. Und ein besteht aus 4 Schlägen. So, eine ganze Note kann man auch teilen, wie die Pizza. So. Und dann eine ganze Pizza entspricht 2 halben Pizzen. So, das ist eine halbe Note, keine Pizza. So, und noch eine. So, und jede halbe Note besteht aus 2 Viertelnoten. Viertelpizza. 4-mal. Ganze Note. Halbe Note. Viertelnoten. So, 4 Schläge. 2 Schläge. Ein Schlag. So, Pizza. Guten Appetit.